Und damit auch, hello there, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Heute geht es wieder um Lichtschwerter und viele von euch da draußen wahrscheinlich sind das erste Mal auf diesen Kanal gekommen, als es genau um sowas hier ging. Ihr merkt, diesmal habe ich einiges mitgebracht und einiges hat uns auch wieder Saberforms geschickt. Das ist quasi gesponsert durch freie Produkte von Saberforms, die mir dieses wunderbare Schwert, was ich muss sagen, ich habe schon reingeguckt, ja, wieder zugeschickt haben. Heute wollen wir so ein bisschen darüber quatschen für die Leute, die unentschlossen sind, was und wo kauft man am besten Lichtschwerter? Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Und wo kann ich unbedacht quasi zuschlagen? Und da wollen wir uns heute mit was ist zum Kämpfen geeignet, beschäftigen, was sieht am geilsten aus, was ist viel zu teuer, was ist preisgünstig, Sound, Aussehen und so weiter und so fort. Also heute wird jede Frage hoffentlich beantwortet, die ihr auf dem Herzen habt. Und sollte das nicht der Fall sein, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir haben einige Leute in der Community, die sich auskennen. Und wenn das nicht der Fall ist, dass da was beantwortet wird, dann kümmere ich mich selbstverständlich selber drum. Fangen wir als erstes natürlich da an, ja, wo alles ansetzt, nämlich, warum wollt ihr euch eigentlich ein Lichtschwert kaufen? Wollt ihr damit mit euren Kumpels, Brüdern oder sonst was kämpfen? Wollt ihr sagen, ich will mir das einfach nur irgendwo in die Vitrine stellen und soll beim An- und Ausmachen geil aussehen? Oder soll es unbedingt Lizenzware und ganz nah am Original aus den Filmen sein? Da fangen wir nämlich direkt an, nämlich Original aus den Filmen. Da gibt es eine Firma, die kennt ihr wahrscheinlich alle, die hat momentan die Lizenzen. Da habe ich auch ein Schwert mitgebracht, das ist nämlich von Hasbro. Das hier, das aktuellste Modell, das Darksaber. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Macht Spaß beim Anschauen, habe ich ein Unboxing drauf, könnt ihr euch mal anschauen. Habe ich gerade oben natürlich verlinkt für euch. Diese sind technisch gesehen nicht ganz so ausgereift wie viele andere hochklassige Schwerter, sind meistens etwas breiter und klobiger und technisch noch nicht auf dem neuesten Stand der Dinge. Dafür sind sie relativ günstig mit 200 bis 300 Euro, also so untere Mittelklasse, möchte man dazu sagen, was die Preise angeht. Das Darksaber, das ist natürlich völlig einzigartig, da gibt es aber von Dooku, von Kit Fisto, von Ahsoka Tano aus The Clone Wars, alles noch Schwerter, die wie gesagt ein bisschen von der Technik nicht im Jahr 2021 angekommen sind, aber wenn ihr unbedingt eins haben möchtet, was genauso aussieht wie in den Filmen, dann werdet ihr für das Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich nicht an Hasbro vorbeikommen. Jetzt seid ihr aber vielleicht eher der Typ, der sagt, ich will jetzt nicht eine 1:1 Kopie von XY haben, sondern ich will damit kämpfen. Und da führt euch eine Technik hin, nämlich die LED-RGB-Technik. Das heißt, Schwerter, die einfach nur, und da kommen wir jetzt auch zu dem, was ich auspacken darf, eine von innen beleuchtete Röhre haben, durch den Hilt, also durch quasi den Griff und dadurch eine hohle Röhre haben, die ihr aufeinander schlagen könnt, aus Plastik. Die ist relativ stabil, das mehr werdet ihr auch gleich sehen. Damit kann man kämpfen, damit werden viele kleine wunderbare Fanfilme gemacht, ohne dass die kaputt gehen. Und sollte man so eine Röhre dann doch irgendwann kaputt bekommen, und das kann durchaus auch mal passieren, dann habt ihr 10, 15 Euro und dann habt ihr wieder eine hohle Plastikröhre, die ihr dann auf euren Hilt packen könnt. Und dieser Hilt, der mir dieses Mal zugeschickt worden ist, ist von Saberforms. Den Link findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Kostenloses Produkt für mich. Also, ne, meine Meinung, aber nicht beeinflusst an dieser Stelle. Das ist der Justice Enforcer MK2 oder wie ich ihn liebevoll nenne, der Youngling Slayer 2000. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nicht das Modell von Anakin Skywalker. Sieht aber trotzdem sehr, sehr geil aus. So ein bisschen wie das von Revan, habe ich das Gefühl. Gut, und jetzt seht ihr auch gleich, was ich mit RGB und LED meine. Nämlich, jetzt haben wir's. Oh, ist gerade so eine pinke Klinge eingestellt. Ist relativ einfach, geht an und ihr merkt, unten ist es immer ein bisschen heller als oben und das liegt an der Technik, denn da habt ihr quasi unten einfach nur eine Lampe drinne. Die gibt es natürlich auch in allen möglichen Preisklassen bis zu ein paar hundert Euro. Liegt meistens daran, wie der Griff verarbeitet ist. Hier habe ich ein ganz günstiges Schwert, das liegt ungefähr bei 50 Euro. Ist eigentlich ein Teil von einem Doppelschwert, wie ihr seht. Das mache ich an. Und dann habt ihr hier das blaue Licht. Da solltet ihr auch aufpassen, was ihr quasi, und da kommen wir zu dem nächsten Thema, an Sounds drauf habt. Normalerweise verschiedenste Farben, die man hier auch umstellen kann, und verschiedene Soundfonts, also verschiedene Sounds. Und da müsst ihr gucken, ob ihr entweder Smooth Swing dabei habt oder nicht. Habt ihr es nicht dabei, funktioniert das folgendermaßen. Ihr macht das Ding an, ihr bewegt es normalerweise, ihr habt keine Soundveränderung und irgendwann mal, wenn ihr ein bisschen fester drückt, dann habt ihr so ein, zwei verschiedene Sounds immer wieder mal am Auspacken.
Ihr merkt's, ne? Ist nicht so realistisch, ist aber mit 50, 60, 70, 80 Euro meistens die günstigste Einsteiger-Variante, wenn ihr wirklich was Metallernes zum Kämpfen haben möchtet. Wenn ich jetzt aber sowas zum Beispiel habe, wie mir Saberforms geschickt hat, machen wir das einfach nochmal zur Verbildlichung da drauf. Kann man natürlich festschrauben, ist jetzt nicht, brauchen wir aber auch nicht dafür. Und ihr merkt, wenn ich das von Saberforms jetzt nur quasi leicht bewege, da habt ihr auf einmal einen smoothen Sound, selbst um die eigene Achse. Ihr merkt das, ne? Es ist wesentlich realistischer. Da gibt es natürlich auch viele Qualitätsunterschiede. Meistens umso teurer das Schwert ist, umso besser produziert, umso genauer ist das. Aber an sich ist das halt ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ihr halt keinen Smooth Swing dabei habt oder wie bei dem hier. Das ist halt schon ein kleiner Luxus, der sich in den letzten Jahren auch, ich will nicht sagen zum Standard entwickelt hat, aber definitiv so entwickelt hat, dass ihr da durchaus achten drauf könnt. Genau wie beim Justice Enforcer MK2. Kostet gerade, glaube ich, in der Variante, wie ich ihn gerade habe, 105 Dollar, also knapp 100 Euro. Ist ein gutes Weihnachtsgeschenk. Jetzt haben wir aber Leute natürlich auch dabei, die sagen, ich will jetzt nicht hier unbedingt mitkämpfen, weil wenn ich dagegen schlage auch, merkt ihr auch, da gibt richtig Halligalli. Es hält, sondern wir haben auch Leute da draußen, die sagen, das Ding soll auch dazu noch übelst geil aussehen. Und da haben wir dann Neopixel-Varianten quasi dazu. Neopixel-Varianten, das ist zum Beispiel das, was Saberforms mir auch vorab schon geschickt hatte. Nämlich dieses Katana, das zeige ich euch jetzt nochmal in einer kleinen Wiederholung von dem letzten Video. Und ihr merkt, die Klinge, die ist noch heller, die geht von unten nach oben auf. Wird nie so wie im Film aussehen, in echt, aber besonders on camera sieht es dann halt insane geil aus. Neopixel-Technologie ist A, teurer, weil die Technik innerhalb der Klinge nicht in dem Hilt, also in dem Griff verbaut ist zum Großteil. Da sind einzelne Lichter drin, LED-Panels, die einzeln ansteuerbar sind. Die sind heller, die sind schöner und die haben diese tollen Effekte, wie ihr auch gerade gesehen habt, nämlich von unten nach oben geht es einfach auf. Oder ihr könnt ein flammendes Schwert simulieren oder ein flackerndes Schwert oder sowas. Und da ist es dann auch wieder ein Unterschied, ob ihr einen Eco-Neopixel habt, wie zum Beispiel das Saberforms anbietet. Die sind einfach so, dass sie relativ einfach zu handhaben sind. Da lässt sich nicht alles einstellen. Da habt ihr meistens die Ignition in den verschiedensten Farben und Soundfonts. Und dann auch so Sachen, da kommen wir aber gleich zu, wie zum Beispiel das von Electrum. Das ist kein Eco-Neopixel, sondern es hat ein Profibot drin. Ganz viel Technik, könnt alles im Endeffekt einstellen. Ist aber auch nochmal wesentlich teurer und nicht so deppensicher. Das heißt, wenn ihr Anfänger seid und einfach nur reinschnuppern möchtet, dann ist natürlich so ein RGB-Schwert, was günstig ist, super geil. Oder halt so ein günstiges Eco-Neopixel, wenn ihr einfach nur diese Neopixel-Technologie haben möchtet. So viel dazu. Ne? Smooth Swing, normaler Sound, LED oder Neopixel. Neopixel, ganz wichtig dabei noch gesagt, es ist nicht zum Kämpfen, dadurch, dass die Technik innerhalb der Klinge ist. Ihr schlagt euch damit und kämpft damit und das Ding geht dir ratzfatz kaputt. Kämpft niemals mit Neopixeln. Don't do it. Ihr macht eure Klinge kaputt und so eine Klinge kostet 100 bis 150 Euro alleine. Eine verdammte Klinge, die ihr mit einem Schlag einfach kaputt machen könnt, weil da so viel Technik drin ist. Das wollt ihr nicht. Don't do it. Sieht aber trotzdem geil aus. Wo sollte man jetzt einkaufen? Also wenn ihr jetzt neu am Start seid und sagt, ich möchte mir jetzt ein Lichtschwert kaufen, welche Preisklasse, wo sollte ich kaufen? Erstmal eine Firma, von denen ich euch abraten möchte, weil ich sehr negative Erfahrungen damit gemacht habe. Ihr merkt, ich sage euch auch was Negatives über die Firmen, die ich probiert habe. Mace Windu Replika, 350 Euro im Durchschnitt. Mit allem drum und dran von Ultra Sabers. Das war der größte Fehler überhaupt. Die Dinger von Ultra Sabers sind technisch so veraltet, ihr merkt das alleine hier, die sind so unglaublich klobig. Neopixel, keine Ahnung, ob sie es innerhalb der letzten 12 Monate wenigstens anbieten. Du bezahlst für jeden Scheiß selber. Wer bei Ultra Sabers kauft, der ist selber schuld. Die Wartezeiten sind wohl relativ lange auch mittlerweile. Don't do it. Könnt ihr selber googeln, gibt ganz viele Leute, die einfach negative Erfahrungen damit haben. Kauft nicht bei Ultra Sabers, und das sage ich ganz bewusst, weil die so viel Werbung schalten und jeder Idiot da draufklickt und sich denkt, oh cool, ganz gut, toll aufgemachte Seite, muss ja professionell sein. Don't do it. Da könnt ihr lieber zu einem Produzenten greifen, der in China am Start ist, wie zum Beispiel Saberforms. Die sind nicht handgemacht, das ist Massenware, aber das ist nicht schlecht, weil die Dinger sind geprüft, die kennt jeder, und wenn er
einen außergewöhnlichen China-Shop habt, wie zum Beispiel Saberforms, die dann mit einzigartigen Designs wie diesem Katana hier halt auch was zu tun haben und bieten euch, weil die halt nochmal selber assemblen, die Teile zusammensuchen, die haben ein Rückgaberecht und so weiter und so fort, also auch immer mal gucken, ne, wie sind so die Handelsbestimmungen da auf den Webseiten, ist ja auch immer angegeben, ob ihr Rückgaberecht habt oder nicht, kauft dann lieber da was, weil da kommt der günstiger weg. Bei so einem RGB-Ding könnt ihr bei 50 Euro anfangen, wenn ihr Smooth Swing dabei haben möchtet, zum Beispiel bei Saberforms, wie gesagt, dieses Modell, was ich euch gerade gezeigt habe, kostet, glaube ich, gerade 105 Dollar mit dem Weihnachtsrabatt. Das ist ganz geil. Wenn ihr natürlich etwas teurer das Ganze haben möchtet, mit Neopixel-Garantie, da habt ihr dann auf einmal 100 Dollar oder 150 Dollar nochmal mehr. Gibt natürlich aber auch die Hasbro-Sachen, die ich euch gerade angeboten habe, wenn es halt ein 1:1-Replika sein möchte. Und wenn ihr richtig, richtig viel Geld ausgeben möchtet und sagt, ich will Neopixel, das Ganze soll handgemacht sein. Da gibt es in Kanada und in den USA und teilweise auch in Europa ganz, ganz tolle Lichtschwert-Schmieden, möchte ich sie schon fast nennen, die Einzelstücke mit viel Wartezeit produzieren. Hier habe ich ein Exempel zum Beispiel von Electrum. Ihr seht es auch hier nochmal, hoffentlich auch im Detail. Das Ding ist hand zusammengefrickelt. Element für Element selber von mir ausgesucht. Du hast einen Weathering da drauf, was quasi Battlescarred heißt. Das heißt, es sieht aus, als wäre es im Kampf schon getragen gewesen, mit eingelöteten Stellen. Du hast ein Touchpad dabei, anstatt halt einem Knopf, was es in verschiedenen Läden gibt. Aber nicht nur Electrum, Saberforge hast du dabei, Korbampf, Vader's Vault. Aber das sind dann Schwerter, die von 650 Euro wie das hier bis hin zu 2.000, 2.500 Euro gehen. Und das sind dann Sachen, die stellst du dir wirklich sehr gerne in die Vitrine. Die sehen fantastisch aus, die sind super wertig gearbeitet und die halten meistens auch ein Leben lang oder haben eine Garantie von 2-3 Jahren, was halt insane ist. Aber diese Garantie wirst du in 90% der Fälle halt nicht nutzen. Also wer einsteigen möchte, das als Möglichkeit. Und wer ein bisschen mehr aus Geld geben möchte oder welchen Zweck ihr auch immer irgendwo verfolgt, der kann es dann halt natürlich auch bei Electrum, bei Hasbro oder Co. versuchen. In diesem Sinne hoffe ich, alle eure Fragen wurden beantwortet. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich versuche, die alle zu beantworten. Abonnieren solltet ihr den Kanal auf jeden Fall auch, um nichts mehr zu verpassen. Hier kommt ihr noch zu meinem Shop. Da gibt es einigen geilen Merchandise. Und da zu einem anderen Video. Und da zu einem Gaming-Kanal. Also es ist so viel. So viel, Leute. Alles super. Dankeschön fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Buddy.